Die Vorstopper. Der Bundesliga-Podcast mit Schulz und Scherf. Präsentiert von DOCOM 21. Internet, Telefonie, TV. Was liegt näher? Werde ich jetzt gleich wieder von dir von der Seite irgendwie angeflaumt? Ganz im Gegenteil. Ehrlich? Ganz im Gegenteil. Also, weil? Ja, weil ich auf dem Weg hierher, ja. Dann mache ich mir Gedanken zu dem, was wir vielleicht besprechen wollen, zu einigen Themen. Mhm. Und ich war richtig irgendwie nach den vielen Wochen Mist, den wir doch, oder fast Jahren, kann man ja sagen, die wir hatten, war ich so richtig euphorisch, ja. Also. Und du? Ja, ich habe mir überlegt, was ich alles gleich Positives von mir geben will, was in dieser Woche alles so passiert ist. Und, ach so. Und dann passiert Folgendes. Ja. Dann, ja, ich habe Radio an, WDR 2. Warte nochmal ganz, fang nochmal von vorne an. Du hast Radio an. Ich wollte 91.2 hören, aber. Ja, Radio 91.2 hören, aber du warst noch nicht im Sendegebiet. Richtig, ich war kurz vor Wuppertal im Bergischen Land. Ja. Und musste dann leider WDR 2 hören. Boah, der Tag hätte so schön werden können. Musste also leider, ich habe immer sonst 91.2. Na, siehst du. Also auf jeden Fall fahre ich dann, ja, und denke so, also wie gesagt, bin richtig euphorisiert, denke, oh, es läuft. Und dann höre ich die ersten Töne. Hm. Und dann denke ich, oh, was für ein geiles Lied. Aus meiner Jugend will ich nicht sagen, aber als junger Mann. Ja. Phil Collins, Against All Odds. Ah. Ich dreh den Lautsprecher etwas höher, ja. Ja. Und in dem Moment, wo diese ersten 3-4 Takte zu Ende sind und ich die Lautstärke höher gedreht habe, fängt es an wie. Ich denke, das gibt's doch nicht. Die ganze Zeit keine Störung und jetzt stört das. Ja, gut, kommt das. Und es wurde immer schlimmer. Teilweise hört man gar nichts. Und es. Ja. Ich denke, das gibt's doch gar nicht. Jetzt hast du einmal einen Lauf und freust dich. Und dann kommt bei dem Lied, wo du dich so gefreut hast, kommt so eine Scheiße. Ich schwöre dir, das lief die ganze Zeit. Und als dieses Lied dann mit dem letzten Takt zu Ende war, da war wieder alles in Ordnung. Plupp, da war ich wie beim Berg, kurz vor Wuppertal, war alles wieder top. Super Klang. Ja. Ich dachte, jetzt so eine also so schön läuft es jetzt doch nicht, dachte ich. Also ich empfehle dir für alle Lebenslagen die Radio 112 App. Sowieso, läuft ja immer. So, ja? Und wenn du da irgendwie Rock Classics wählen willst, dann gehst du noch auf den Webstream Rock Classics. Ja, da bin ich ja mein halbes Leben drauf. Nein, aber ich bin ja wirklich das. Nee, ist wirklich klasse. Ey, halt, Spaß beiseite. Ja. Wirklich klasse. Rock Classic ist ja mein Ding. Ja, ne? Nein, das kann. Also an alle Fußballfans, an alle Fußball- und Rockfans, da könnt ihr gerne drauf gehen. Das lohnt sich. Aber jetzt lass uns doch zu den schönen Dingen kommen. Zu den schönen Dingen, ne? Auf die ich mich gefreut habe. Ja, also auf die du dich gefreut hast. Ja, dass ich mit dir bespreche. Also erstmal habe ich mich natürlich gefreut, dass du wieder hier sitzt. Ja, dass wir, es kommt ja wieder hier dieser Mythos so nach dem Motto, ich hätte mich nach einem guten Spiel wieder verabschiedet, weil ich genau geahnt hätte, dass anschließend wieder so eine Grütze dabei rumkommt gegen den VfL Bochum. Der Michael weiß, warum ich mich manchmal ausklinken muss. Also muss. Ja, so. Und ich kann's ja nicht ändern, dass der BVB gegen Bochum so schlecht performt hat. Wenn ihr Lust habt, mal reinzugucken, YouTube, dann googelt mal den schwarz-gelben Talk, schwarz-gelber Talk, und da seht ihr, warum ich vergangene Woche nicht da war. Ich hatte nämlich noch was anderes vorzubereiten, einen Talk mit BVB-Boss Hans-Joachim Watzke. Und mit Martin Kreh. Und da haben wir natürlich auch über das bevorstehende Derby gesprochen. Martin Kreh war sehr kleinlaut als alter Borusse und aktiver Bochumer Aufsichtsrat und hat sich ein Unentschieden gewünscht, ja, seiner Bochumer. Aki Watzke war noch sehr zuversichtlich, dass seine Mannschaft das hinkriegen würde. Und am Ende war es natürlich eine emotionale Glanzleistung der Bochumer. Ja, aber das war auch ein Grund, warum ich so gut gelaunt war. Es gibt da so viel zu feiern. Hast dich gefreut für die Bochumer? Ja, fürs Ruhrgebiet. Also, ja, ich meine, also ging mir genauso. Erstmal der BVB hat endlich mal eine Serie hingelegt jetzt, ja, wo man Geschenke verteilt. Ja. Das Ruhrgebiet feiert, Bochum hat gewonnen, die Tabellen, den Klassenerhalt aus eigener Hand geschafft. Schalke ist Erster. Oh. In der zweiten Liga. Oh. Das sind doch alles dann diese wunderbaren Champions League Spiele gestern Abend. Jetzt kommst du schon wieder mit Schalke ist Erster.
Ich will, dass alles läuft. Oh, Bremen. Bremen ja, muss unter Umständen in die Relegation, wenn überhaupt. Nein, aber das ist, aber, also. Die ja. legen sich mittlerweile die Eier selbst ins Nest. Ja. Also jetzt mal die Ironie beiseite. Ja. Ja, es läuft nicht so richtig rund irgendwie, aber es ist was los, das muss man es sagen. Ist, ne? Ja, es ist echt. Es ist was los. Also, es ist definitiv was los. Ich habe sie den Bochumern von Herzen gegönnt, weil sie eben genau das auf den Platz gebracht haben, was dem einen oder anderen Borussen, der mit der Saison schon abgeschlossen hat, ist ja passiert ja auch nichts mehr. Saison ist durch, ja, nicht auf den Platz bringen wollte. Aber du hast ja recht, du hast dich gefreut über Geschichten, über die wir ja im Vorfeld schon gesprochen haben, über den Transfer von Schlotterbeck. Ja, gut. Ja, also das, super, oder? Ja, also wenn man sich das... Auch wenn man sich auch das Bochum-Spiel anguckt, da weiß er auch... Wenn man sich das BVB, ich sage jetzt bewusst nicht Abwehr, aber BVB... Sagadu Akanji. Aber nicht nur die. Nein. Das ganze Defensivverhalten. Ja, wollte ich gerade sagen. Ich wollte nicht sagen, es ist nur die Abwehrgeschichte. Es ist auch sicherlich ein gesamtes Defensivverhalten. Aber das wird natürlich auch von der Abwehr gesteuert am Ende des Tages. Und also ich habe jetzt echt große Hoffnung. Ich meine, Schlotterbeck und Süle, das sind schon mal echt zwei Jungs, wo man sagen kann, oder wo man zumindest mal große Hoffnung haben kann. Das sind die beiden Zweikämpfer der Saison, wenn man nur auf die Werte guckt. Ja. Und ich glaube, also nochmal, ich bin ja kein Hellseher, aber und ich kenne sie auch nicht wirklich persönlich. Ich weiß aber, ja, was du meinst, erzähl mal. Ich glaube, dass das so Typen sind, die zum BVB passen. Und die ich meine, Süle sowieso, der hat ja auf andere Dinger verzichtet, um hier zu spielen, das ist ja schon mal ein Zeichen. Ja. Bei Schlotterbeck weiß ich jetzt genau, nicht genau, wie es war, aber es ist, der hätte sicherlich auch woanders hingehen können. Ja, also das sind, also das macht mich ehrlich gesagt am hoffnungsfrohsten, dass das zwei Typen sind, die echt wissen, um was es hier geht. Hoffentlich gehen sie nicht dran zugrunde. Ich meine, da hat es schon andere gegeben, die wissen, was es geht. Die haben es einfach nicht gepackt, weil es zu viel war. Mhm. Aber ich bin doch positiv gestimmt für die Ich nächsten. Glaube einfach, dass die sich auch, das ist das, was ich meine, dass die sich auch gegenseitig gut tun. Weil es Typen sind und weil die möglicherweise auch gemeinsam so dieses Ding von hinten, so diese Dynamik und miteinander kommunizieren und gemeinsam was wollen und gemeinsam was ausstrahlen und gemeinsam in die Zweikämpfe gehen. Wenn ihr jetzt, der hat mich, jetzt, während er das gesagt hat, hat er mich angeguckt, praktisch, du hast mich praktisch fixiert, mit was für strahlenden Augen und der ganze Körper hat sich bewegt und die Hände haben rumgeschlagen. Ja, aber genau so. Das möchten wir doch sehen. Ja, genau das. Das möchten wir doch sehen. Das genau. Damit wir uns eben in der nächsten Saison. Oder wie der Spanier sagt, Emotion. Emotion. Ach so, ich dachte, du hättest irgendwie Coronas oder so. Nein, Emotion. Ach so, Emotion. Ja, Emotion. Ich glaube, da können wir bei beiden was erwarten. Wie viel Hektoliter Sonnenblumenöl hast du da eigentlich die Tage davon, die Witzer mitgebracht? Koffer voll gemacht, ist kein Witz. Verteile ich jetzt an alle. Statt wenn wir irgendwo eingeladen sind, bringe ich jetzt immer keinen Shampoos mit oder Blumen oder was. Bei der Mutter habe ich auch eine schöne Flasche Sonnenblumenöl mitgebracht. Ja, es kommt gut an. Christian kommt noch hier, ne? Aber ein paar halte ich mir jetzt als Reserve zu Hause. Okay, Schlotterbeck, Süle. Machen wir einen Haken dran, finde ich super. So, dann lass uns vielleicht einen Turnaround dann schaffen sofort. Also, wenn Schlotterbeck und Süle ja jetzt schon fix sind, du kannst nicht nur mit zwei Innenverteidigern in die Saison gehen, das ist klar. Mats Hummels hat noch einen Vertrag, ja. Ja, ich wollte gerade sagen. Mats Hummels hat noch einen Vertrag. Akanji, ich glaube, die Bemühungen, ihn doch noch zu halten, wird man damit einstellen. Das denke ich auch, ja. So, und zusehen, dass man ihn bestmöglich transferiert. Ja. Wobei er sich gut entwickelt hat, muss man sagen. Es geht nicht darum, den in Anführungszeichen vom Hof zu jagen. Nee, ich verstehe das schon. Ja. Aber klar, wenn du sowas Neues installieren kannst, auf dem Niveau, ist das sicherlich nicht so schlecht. Und also Hummels würde ich jetzt auch deswegen nicht jetzt komplett aufs Abstellgleis stellen, um Gottes Willen. Ich meine, der hat auch, wenn du dir die Saison anguckst, wenn er spielt und so war, auch immer noch Top-Werte und ist auch noch im 16er Tor gefährlich und so weiter. Also das, aber klar, er wird auch nicht jünger. Und auch selbst für einen Abwehrspieler ist es nun mal so, im Sturm ist es in dem Alter fast kaum noch möglich, obwohl da gibt es ja Gegenbeispiele, da sprechen wir ja noch drüber. Ja. Aber sicherlich ist ja auch jetzt natürlich, wirst du auch vielleicht verletzungsanfällig und so weiter. Da kannst du nicht jetzt mit Hummels und Süle, wenn du den Akanji noch abgibst, durch die Saison gehen. Ja, das geht einfach nicht. Also insofern hast du dann natürlich mit Süle, Schlotterbeck Hummels. Und Hummels hast du schon mal drei echt top Leute. Ja. So, drei echt top Leute. Sagadu wird wahrscheinlich dann auch gehen, also der Vertrag dürfte nicht verlängert werden. Ja, aber der hat noch ein bisschen, glaube ich, oder?
Bist du sicher? Nee, sicher bin ich mir nicht. Aber siehst du, ich habe letzte Woche geguckt, der hätte leider noch bis 24. Ja, nicht? Ja, ich glaube, das wird auch nichts. Tut mir leid, tut mir ein bisschen leid, der Kerl. Also er macht ja mal so einen sympathischen Eindruck, aber ich habe da bei dem null Entwicklung gesehen. Also klar, er war verletzt, aber er hat jetzt ein paar Spiele gemacht und irgendwann musste er mal was sehen und ich habe gar nichts gesehen bei ihm. Ne? Mhm. Das gleiche Problem wie ich, er hält leider nur einen linken Fuß. So, jetzt doch, Axel Sagadou, jetzt gucken wir mal, wer. Ich glaube 24. Wer es richtig gemacht hat. So, lululululu. So, was haben wir denn da? Marktwert 9 Millionen Euro. Was? So, ja, Marktwert 9 Millionen Euro. Vertrag bis? Na? 22, sag ich doch. Nee. Doch, sicher. Ja, Hut ab. Ja, Don Axel Sagadou. Ja, also freut mich, um Gottes Willen, also ja. Super. Ja, ja, ja. Don Axel Sagadou wird ablösefrei wechseln. Schön, ja. Ja, gut. So. Ja, aber das ist ja momentan so der neue Trend, ablösefrei zu wechseln. Matthias Ginter. Ja, aber das ist ja. Zu Streich. Gehört auch zu diesen schönen Geschichten der Woche, finde ich. Der SC Freiburg kassiert, weiß ich nicht, so 20 Millionen für Schlotterbeck, ein bisschen mehr. Ja, ja. Legt die schön beiseite. Ja, ja. Gut, wird wahrscheinlich ein bisschen Handgeld zahlen müssen. Ja. So, und Matthias Ginter kostet auch 3,80 Euro mehr pro Monat als Nico Schlotterbeck. Ja, ja, alles muss man gut. Ein bisschen, aber das Schöne ist ja, das freut mich so sehr für den SC Freiburg, das Schöne ist ja, sie haben mal wieder ein bisschen was in ihrer Transferkasse, um die nächsten total spannenden Leute zu holen. Auf der einen Seite schaffen sie es ja herausragend, aus der eigenen wahnsinnig guten Nachwuchsarbeit immer Leute durchzubringen. Und auf der anderen Seite haben sie doch ein sehr ordentliches Näschen dafür, noch gute, gar nicht so teure Ergänzungen absolut zu finden. Ne? Wobei ich fand ja, ich weiß nicht, hast du es gesehen? Ich habe mir das Interview von Ginter, das jetzt auf dem irgendwie im Freiburger, also dem Vereinskanal lief. Hast du gesehen? Weiß ich nicht. Das war schön, mal so einen zu sehen, der wirklich so strahlte und so ein Lobgesang auf seinen alten Verein und überhaupt diesen Verein und dieses Stadion und so, weißt du? Ach, weißt da ist mir richtig braucht? Das Herzchen aufgegangen. Weißt du, was der braucht, Matthias Ginter? Was braucht der? Der braucht eine Wohlfühlatmosphäre. Absolut, ja. So, ich habe ihn hier in Dortmund kennengelernt und er hat schwer an sich gearbeitet. Es war unglaublich viel, was auf ihn eingeprasselt ist. Die Erwartungen waren extrem hoch. An denen hatte er zu knacken. Er hat sich dann auch, soweit ich weiß, da Hilfe geholt, hat also auch einen Coach dazu genommen, in Richtung mentale Stärke etc. pp. Dann lief es ja auch besser für ihn. Aber er ist, glaube ich, auch einer aus der Fraktion Grübler und Selbstzweifler. Und da kann es dir natürlich überhaupt nicht schaden, wenn du nicht zum FC Bayern München gehst. Ja, und wenn du nicht unbedingt irgendwie in die Premier League wechselst, sondern wenn du dann einsiehst, mein lieber Herr Gesangsverein, ich habe für mein ganzes Leben und für meine nachfolgenden Generationen ausreichend Geld verdient. Und jetzt gehe ich dahin, wo ich herkomme und vor allen Dingen kann mit denen sportlich noch was erreichen und werde mich da sauwohl fühlen. Das ist das Ding. Und das ist halt eigentlich eine Riesenstärke. Ja. Sich selbst. Ja. Kritisch zu betrachten, zu sagen, was tut mir gut, was ist nicht so toll. Und ich sag's mal jetzt, machst du wieder einen Piep drüber? Scheiß aufs Geld. Nee. Scheiß aufs Geld. Ja. Wieso der genug verdient, aber da will ich jetzt hin. Und wer mal in Freiburg war, ist schon geil. Das ist auch schon was Besonderes. Ja. Und wenn du dich da wohlfühlst, dann bin ich ganz bei dir. Dann musst du schon so eine, dann hast du auch so eine, also wenn du dich da richtig wohlfühlst, hast du schon so eine gewisse Grundruhe in dir erstmal, die du, glaube ich, auch brauchst, um da klar zu kommen. Und, und wenn du dann immer nur 3,5 Millionen im Jahr verdienst, dann kannst du auch ruhig bleiben. ich dachte wieder, Mensch, sind wir wieder, ist das wieder unser Alter oder mein Alter, dass ich denke, ach, dass man sowas nochmal hört, da freut mich nicht. Ich freue mich doch. Nein. Nein, ich meine jetzt, dass es mich so gefreut hat, weißt du, weil das ist ja, das sind diese alten Dinger, die, wo, weißt du, wo man früher öfter noch was von gehört hat, dass man da so ein bisschen sagt, ach ja, da fühle ich mich wohl, da will ich hin, das ist geil, da bleibe ich oder so. Ja, gut, egal. Jedenfalls eine schöne Geschichte, auch eine dieser schönen Geschichten, die diese Woche passiert sind. Trotzdem bleibt es ja spannend. Wir haben noch gar nicht über das Spiel. Gegen wen spielt der BVB eigentlich an diesem Wochenende? Diese Woche spielen die noch. Ja, und warum? Die eine Truppe. Völlig unnützes Spiel. Ja, die sind ich weiß gar nicht. Ja, sie spielen in Fürth tatsächlich. Ja, ja. Beim Absteiger. Ja. Ja, in Fürth. Und also ich sag mal so, also es ist ja das letzte Heimspiel von Fürth. Und ich finde, da haben es die Fans verdient, dass die Mannschaft nochmal mit dem Sieg sich vielleicht, oder?
Ich meine, wo der BVB, jetzt haben sie endlich mal so eine richtige, so eine Konstanz reingebracht. Mhm. Ne? Also ich weiß nicht, wir sind vor 3 Wochen beschenkt, da weiß ich, war Stuttgart oder wo war das? Egal. Auf jeden Fall dann Bochum, dann noch Kiew, das nehmen wir aus, aber war trotzdem ein Geschenk. Ach, das ist doch jetzt so ein schöner Lauf, da kann man doch mal auch noch mal ein Auge zu. Und zumal die Fürther, die werden Teufel tun sich ergeben. Die letzte Woche, du erinnerst dich, bei Union Berlin, die noch richtig hoch wollten, 1-1 gespielt. Ja. Und, ja. Oh, da sind wir, jetzt machen wir aber schon, den Schlenker zum Trainer, ne? Zu welchem jetzt? Zu Rose. Ja. Da machen wir mal den Schlenker zum Rose. Also, natürlich wird ihm, wenn er denn bleibt. Hä? Natürlich wird ihm, falls er denn bleiben sollte, quasi eine rund erneuerte Mannschaft dahingestellt. Und was soll dieses wenn? Ja, weißt du mehr als ich, oder was? Na, warte mal ab. Also, ne, da haben wir ja nicht Karim Benzema, den könnten wir auch noch holen. Ja, aber so ähnlich. Adeyemi. Ja. Adeyemi für ganz vorne, dann möglicherweise noch ein Stürmer. Dann ist noch in der Verlosung angeblich Rami Benzabaini von Borussia Mönchengladbach, Süle, Schlotterbeck. Dann muss er mal gucken, was jetzt aus diesem fünften Torwart von Hertha BSC wird. Ja, unglaublich. Ja. Der beim BVB schon unterschrieben hat und die Berliner jetzt mit aller Macht versuchen, sämtliche Klauseln des Vertrages zu ziehen, damit der eben nicht nach Dortmund muss und auf Position 3 gesetzt wird, weil sie festgestellt haben, ich meine, Magath soll ein wahnsinniger Fan von ihm sein. Ja, habe ich auch gelesen. Ja. Mhm. Der kommt raus, der faustet, der ist mutig. Boah, der wäre eigentlich eine coole Nummer 2 für den BVB. Ja, eigentlich ja. Ne? Die Frage ist aber, was für eine Klausel? Also so eine Klausel habe ich noch keinen Vertrag gesehen. Ich habe schon viele Verträge gesehen, oder? Ja. Entweder hast du einen Vertrag oder du hast keinen Vertrag. Und es gibt natürlich Ausstiegsklausel, aber dass eine Ausstiegsklausel greift, bevor der Vertrag greift, kann ich mir vorstellen. Es soll ja auch darum gehen, dass die Dortmunder sich darauf berufen, dass die Berliner wiederum den Transfer ja schon als vollzogen gemeldet haben und dementsprechend diese Klausel, die irgendwo noch drinstehen soll, gar nicht mehr gilt. Ach so. Ja. Also das wird noch eine spannende Geschichte. So, wo waren wir bei Rose, ne? Ja, du warst bei Rose. Ich war bei Rose. Du, wie immer. Ja, ich war bei Rose. Du greifst das Thema ja immer auf, Ich habe ja, wie gesagt, mit Hans-Joachim Watzke in der vergangenen Woche gesprochen. Auch im schwarz-gelben Talk, nochmal die Empfehlung, schaut es euch an. Bei YouTube gebt mal ein schwarz-gelber Talk, schwarz-gelber zusammengeschrieben, 1909. Und da kommt ihr auf das Video der Ruhrnachrichten und von Radio 91.2. Zusammen mit dem Kollegen Sascha Klaverkamp haben wir da getalkt. Und wir haben natürlich auch die Trainerfrage gestellt. Insofern nicht muss Rose weg, sondern wie er denn die Leistung von Rose beurteilen würde. So, da kam als Antwort, also auch gemünzt auf die gesamte Mannschaft, also international muss man gar nicht diskutieren, Vollkatastrophe, so darf sich Dortmund nicht präsentieren, Champions League, leichte Gruppe gehabt, Europa League, ja, also das geht gar nicht. Und national, naja, so unterm Strich, wenn man sich die Punkte Ausbeute angucken würde, nicht das einzelne Spiel, dann könnte man durchaus zufrieden sein. Dann haben wir Aki Watzke gefragt, welches Zeugnis er denn Rose ausstellen würde. Clevere Antwort, er sei kein Lehrer und sei auch absichtlich kein Lehrer geworden. Deswegen wolle er keine Zeugnisse ausstellen und außerdem sei er ja gar nicht mehr so dicht dran an der Mannschaft und das müssten dann andere beurteilen. Aber Rose würde sich sehr gut mit der Mannschaft verstehen. Punkt. So nach dem Motto, aber das ist ja nicht das einzige Kriterium. Also man wird sich nach dem letzten Spiel in der kommenden Woche, da geht's ja nochmal gegen die Hertha, ne? Ja, so. Fragst du mich jetzt? Ja. So, da geht's gegen die Hertha. So, und man wird sich natürlich mit Marco Rose zusammensetzen und die Saison analysieren und ja, also Aki Watzke wird nicht zufrieden sein, sondern wird auch sehr kritisch sein. Nein, es wird nicht auseinandergehen. Aber ich glaube, Marco Rose wird an einigen Stellschrauben drehen müssen in der kommenden Saison. Erst recht, wenn man ihm einen Kader dahinstellt, der möglicherweise passiger ist als in dieser Saison. Und die Erwartungshaltung an ihn und seine Leistung, seine persönliche Leistung wird steigen. Ja, also da bin ich jetzt ganz bei dir, klar. Mhm. Also das ist ja immer dieses erste Trainerjahr, wenn du irgendwo hingeholt wirst und dann musst du auch diese Umstände immer noch sehen. Ne? Corona haben wir noch nicht ganz vergessen, dass es nicht normal war, was da in dieser Saison gelaufen ist, eigentlich bei keiner Mannschaft.
Es waren besondere Umstände, die Mannschaft war in einem besonderen Zustand, wobei es kein besonders guter war, ja. Und es gab ganz, ganz viele Verletzte. Das Thema wird man auch irgendwie ansprechen müssen. Ja, ne? Also, ja, auch, damit auch da muss man natürlich gucken, woran lag es. Weil das, richtig. Ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass Marco Rose jetzt die Jungs, was weiß ich, so wie bekanntermaßen Felix Magath da irgendwelche Berge rauf und runter jagt und sie deswegen irgendwelche Verletzungen haben. Aber es ist einfach schlichtweg auffällig, dass durch den gesamten Kader von jung bis alt diese Problematik aufgetreten ist. Also das muss man aber auch wiederum andererseits ihm zugutehalten als Trainer, wenn er jetzt nicht als Schuldiger ausgemacht wird, dass da irgendwas mit einer Ausfallquote kannst du keine super Saison bestreiten. Das schafft keine Mannschaft, auf dem Level. Ne? Ja. So, und jetzt ist natürlich die Situation eine andere. Das Eingewöhnungsjahr ist vorbei. Der Kader wird sicherlich mit seiner Absprache auch entsprechend auf ihn zugeschnitten. Und dann gibt's natürlich auch keine Ausreden mehr. Und wie gesagt, es gibt auch keine Eingewöhnungszeit mehr. Er ist jetzt eingewöhnt, er weiß es, um was es geht. Wie gesagt, ich schätze ihn irgendwie, ich mag ihn als Typ. Ich hätte mir vorgestellt, habe ich schon ein paar Mal gesagt, dass ich mich da sehr wohl gefühlt hätte als Trainer. Er ist kritisch, offen, authentisch, wie ich finde. Also von daher da ziemlich viel, was ein Trainer meines Erachtens braucht. Und ich bin gespannt. Also auf jeden Fall gibt's dann keine Entschuldigung mehr. Ne? Also ich notiere, das zweite Rose-Jahr wird entscheidend, ja. Dann gibt es keine Entschuldigungen mehr. Ja. Ja, so in etwa. Ja. Ja, genau. Kommt natürlich immer auf die Situation an, aber wir müssen einfach mal schauen. Also ich gehe auch davon aus natürlich, dass der BVB mit Marco Rose in die kommende Saison gehen wird. Ansonsten wäre das ja auch wieder fürchterlich teuer. Also bei dieser Position Trainer, wenn du davon überzeugt bist, dass das einfach scheiße gelaufen ist, dann kannst du als Verein nicht sagen, ja, versuchen wir es nochmal. Jedenfalls nicht als BVB. Mhm. Ne? Da musst du sofort sagen, so, war ein Fehler, wir haben es geirrt, tschüss. Ja, alles Gute, auch für die Zukunft. Aber das ist nicht, ich glaube nicht, dass das der Fall ist, weil ich habe es eben aufgezählt, die Umstände waren sicherlich nicht so einfach. Mhm. Und jetzt ist der Punkt gekommen und da kann er jetzt dann auch zeigen, dass er drauf hat. Und ich drücke ihm die Daumen, weil wie gesagt, ich mag ihn unheimlich. Und bin gespannt, was nächstes Jahr passiert. Da bin ich auf jeden Fall auch gespannt. So, und jetzt haben wir ja gerade ganz kurz schon mal angerissen, das Spiel des BVB jetzt am Wochenende. Jetzt hätte ich beinahe gesagt, im Playmobil-Stadion. Ja? In Fürth. Ja, in Fürth. So, und du sagst ja, oh, also war das jetzt ehrlich und ernst gemeint, dass du davon ausgehst, dass der BVB da einen auf 50 kriegt? Ich habe nicht gesagt, dass ich davon ausgehe. Ich habe gesagt, das würde so schön in so eine endlich mal eine konstante Phase sein. Noch ein schönes Geschenk für die Fürther. Mhm. Nein, ich gehe natürlich nicht davon aus. Jetzt gerade nach diesem Bochum-Debakel, sage ich mal, da gibt's gut, das war jetzt natürlich ein super Spiel. Das muss man ja sagen. Das Spiel war super. Mhm. Ja, das für BVB um nichts geht, könnte man sagen, auch mal, ja, war ein toller Nachmittag, 3 Handelfmeter, aber hat das mal gegeben, das hin und her. War schön, die Sonne hat geschienen. Ne? Aber kann natürlich jetzt für die Spieler, die natürlich jetzt richtig auf die Fresse gekriegt haben, von den Fans auch, zu Recht, muss man ganz klar sagen, gibt es auch keine Entschuldigung, ne, nach den Spielen vorher. Da muss was kommen und natürlich müssen die jetzt gegen Fürth was zeigen. Und gut, wenn du dir die letzten, es gab ja noch nicht so viele Spiele gegen Fürth, das letzte Spiel 3-0, das Hinspiel 3-0 gewonnen und die anderen beiden Spiele, die es gegen Fürth in der Bundesliga gab, 6-1 gewonnen und 3-1 gewonnen, also ist alles klar. Es gab übrigens eine Niederlage gegen Fürth, das war im DFB-Pokal. 1990. Ich brauche dir nicht sagen, wer da mitgespielt hat. Lass mich mal raten. Michael Schulz? Kann doch gar nicht sein. Du hast doch kein Spiel verloren. Er wusste nur deswegen, weil er hat mich angeguckt und ich habe mit dem Daumen auf mich selbst gezeigt. Ja, ich weiß, das war, ich glaube, da haben wir sogar vierte Liga gespielt. Ich sage, Pokal war nicht mein Wettbewerb. Ey, da haben sie uns echt 3-1 verloren in Fürth. Also Katastrophe, da hießen die noch anders, glaube ich. Ja, also es wird spannend. Der BVB wird wieder massiv ersatzgeschwächt da auftreten. Ja, mit der gleichen Truppe wie letzte Woche, ne? So, und dann zeigt es sich, wie viel Charakter in dieser. Oh, das ist nicht schon wieder jetzt. Nicht Mentalität, Haltung, nein, das Charakter. Ist, doch, das Thema ist durch. Meinst du? Ja, nein, es hat auch keinen Sinn mehr. Es hat keinen Sinn. Es hat keine Situation gegeben, keine Phase, kein Druck oder keine Situation, wo die Mannschaft es konstant über einen gewissen Zeitraum gezeigt hat. Hat sie einfach nicht. Hat sie nicht. Und zwar nicht diese Saison, sondern letzte Saison auch nicht und vorletzte Saison auch nicht. Ja.
Fakt, Ende, boom, über das brauchen wir alles nicht mehr sprechen. Und ich glaube auch nicht, dass jetzt die beiden Spiele gegen Fürth und gegen Hertha noch viel an der Gesamteinschätzung ändern werden. Ne? Deswegen, also das Thema ist durch. Ja, und deswegen kannst du natürlich auch diese Mentalitätsgeschichte, die der Trainer ja selbst auch schon mal angesprochen hat, das war nämlich nach der dicken Niederlage gegen Ajax, ist Rose ja relativ deutlich geworden in dieser Saison, muss es auch nicht unbedingt dem Trainer anlasten. Also wenn die Truppe da irgendwie meint, ja, puh, ist eh egal, ne? Sonne scheint, eigentlich wären sie lieber auf Ibiza. Ja, das besprechen wir gleich. Wie die Bayern. Nein, aber da muss Felix ich dir, nein, da muss ich dir jetzt wieder, also da muss ich jetzt mal wieder, also ja, auch die Spieler irgendwo in Schutz nehmen. Ich glaube nicht, dass die so sagen, ach ja, holla, jetzt spielen wir mal ein bisschen. Naja, aber so das, aber es im ist halt ein Unterbewusstsein. Ja, genau, da kommt das Ding. Es ist halt ein Unterschied, ja, wenn jemand von 100% redet oder wenn zwei von 100% reden, meinen sie nicht das Gleiche. Ja, ja, und sie die Bayern nach der Meisterschaft unter Dach und Fach, hoch die Tasse, ab geht's. Ja, was einmal, also menschlich. Ja, ich verstehe die ganze Aufregung auch nicht. Nein, also erstens haben sie gegen Mainz verloren, wo es übrigens um gar nichts ging. Richtig. Aber um 0, für den BVB gegen Bochum ging es auch um nichts. Für die Bochumer schon ein bisschen. Richtig. Ja. Auch ein gutes Beispiel. Ja. So, Bayern hat diese Saison einige von diesen Spielchen gehabt. Ja. Auch zu Hause. Wo es eng war oder wo sie auch Punkte gelassen haben. Also es ist nicht so, dass das jetzt unbedingt damit zusammenhängt. So, jetzt fliegen sie nach Ibiza. Gut. Dass Felix Magath jetzt ein Fass aufmacht, kann ich ein Stück weit nachvollziehen, aber dieser allgemeine Shitstorm auf die Bayern, die jetzt alles sausen lassen und so weiter, ja, entschuldige, ey, ich habe eine harte Saison hinter mir, habe Champions League gespielt, bin doof ausgeschieden, bin dann Meister geworden. So, jetzt fliegt der Großteil der Truppe 2 Tage nach Ibiza. Ja, meint denn irgendjemand auf der Welt, selbst wenn die sich 2 Tage volllaufen lassen, wann war das denn, Sonntag, Montag oder was? Keine Ahnung. Dass die es nicht schaffen, in 5 Tagen wieder auf einem normalen Level zu sein. So, und jetzt kommt das Nächste. Und jetzt haben die so auf die Fresse gekriegt, jetzt sind die ja noch motiviert, das wieder richtig zu stellen gegen Stuttgart, als vorher, wo es ein normales Spiel gewesen wäre. Ja, weißt du was? Deswegen gewinnt der BVB jetzt auch am Wochenende in Fürth. Und weshalb jetzt? Ja, weil die natürlich jetzt auch auf die gekriegt haben, wegen des schlechten Spiels gegen Bochum. Und sichert der Hertha dann am letzten Spieltag zu Hause den Klassenerhalt. Durch eine Niederlage. Ja, sicher. Warum das denn? Ja, warum denn nicht? Weiß ich auch nicht. Ja, muss ich doch Felix gar keine Sorgen machen. Ja. Also wenn es jetzt an diesem Spieltag noch nicht reicht, ja, spätestens am letzten in Dortmund gewinnt er mit seiner Hertha. Weiß ich nicht. Also jetzt wird's mal ganz Spaß beiseite. Hoffentlich Spaß. Also in Fürth kannst du vielleicht noch sogar verlieren. Ne? Sagst du, na ja, komm. Aber wenn du im letzten Spiel zu Hause, nachdem die Fans jetzt, wie lange sind sie jetzt wieder im Stadion? Was sind 4, 5 Mal? Keine Ahnung. Da haben sie gegen Wolfsburg ein schönes Heimspiel gesehen, aber Leipzig war Grütze, Bochum war Grütze. Ja, war fast alles Grütze. Ja. Also nochmal, wenn ich nach 2 Corona-Jahren und fast ohne Zuschauer, ja, und immer die Spieler, es fehlen die Fans, wenn ich dann so ein Mist. Ach, du meinst, wir sollten sie wieder wegschicken, die Fans? Dann nein, das meine ich nicht. Sollten wir die Spieler verbleiben. Ach also so, noch mal, die Spieler also wegschicken. Wenn, also wenn, das ist jetzt wirklich eine Charakterfrage, wenn ich jetzt dann das letzte Spiel vor Augen habe, aber ich weiß, die scheiß Saison ist jetzt, ist ja gar nicht so scheiße, weiß ich gar nicht, aber diese Saison, die international scheiße war und pokalmäßig auch scheiße war, aber sonst eigentlich durchschnittlich war, geht jetzt zu Ende und ich kann diesen Fans im letzten Spiel nochmal zeigen, ja, nochmal ein schönes Gefühl mit in die Sommerpause geben und sie irgendwie froh stimmen auf den Beginn der neuen Serie. Also wenn da nichts kommt und die sich tatsächlich dann von Hertha nochmal abzocken lassen, ja, dann herzlichen Glückwunsch. Ey. Dann muss der Schnitt noch etwas tiefer gemacht werden, glaube ich, da in der Mannschaft, als das, was jetzt so angedacht ist. Ich werde dich dran erinnern an diese Worte. Kannst du ruhig. Mache ich auch. Was mir noch eingefallen ist, was nicht gut angekommen ist in der Clubführung, ist offenbar die ein oder andere Personalentscheidung, die der Trainer vollzogen hat. Wir erinnern uns an den Auftritt gegen den FC Bayern München. Da hat, glaube ich, ein gewisser Renier? Rainer? Der Goldmedaillengewinner. Renier. Ja, der olympische Goldmedaillengewinner. Renier. Ja, ne, das ist, glaube ich, der Fürst von Monaco. Achso, ja, das stimmt. Ja, der ist mal Bob. Nee, der heißt Renier. Ja, der ist mal Bob gefahren, kommt aber nicht mehr rein in den Bob. Nee.
Oder er kommt auch nur noch alleine rein, in Vierer, aber wenn er quer sitzt. Ich sehe ihn schon quer sitzen, die Bobbahn. Mit einer Hand lenkt er, ey. Und vorne gucken die Füße, an der Seite gucken die Füße raus, auf der anderen Seite der Kopf. Und dann schlägt er immer wieder gegen die Bahn. Tok, tok, tok. Ja. Und dann. Jetzt schweifen wir vom Thema schon wieder. Und dann guckst du dir den Schärf an und denkst, bei dem wäre es ähnlich. Von der Frisur passt es. Ja, von der Frisur passt auch, von der Figur leider auch. So, also René hat gegen die Bayern gespielt, da waren wir eigentlich. Und Beino Gittens, der ja vorher ganz gut performt hat, der durfte nicht ran. Und Aki Watzke hat sich schwer für Beino Gittens ausgesprochen, dass der quasi der kommende Stammspieler sein könnte. Und er fordert eigentlich auch, und das war so ein bisschen, glaube ich, auch unterschwellig die Kritik am Trainer, er fordert, dass die richtig guten Talente, die der BVB hat, in der U19, dass die intensiver eingebunden werden, ja, weil ja, die alles kurz und klein schießen in ihren Wettbewerben, in der Youth League unglaublich weit gekommen sind und national kaum zu bremsen sind. Und warum brauchst du diese wahnsinnig guten, talentierten, herausragenden jungen Spieler, wenn du sie kaum einbaust? Also da bin ich jetzt mal hundertprozentig bei Aki Watzke, weil wenn ich in dieser Situation wie wieder BVB jetzt. Ich habe es, glaube ich, vor ein paar Wochen schon mal gesagt, dass jetzt ist die Zeit, als es mehr oder weniger klar war, das ist Champions League auf jeden Fall, dass ich gesagt habe, jetzt musst du gucken, wer haut sich nochmal rein, ja, wer zeigt von den kritisierten Spielern, dass er will, dass er doch erkannt hat, dass er einen Scheiß gespielt hat, oder wen hast du noch, den du potenziell vielleicht nächste Saison bringen kannst, wenn du die nicht jetzt bringst, wann dann? Mhm. Ich meine, da kannst du es doch jetzt sehen, ohne Riesendruck, ja, aber vor großem Haus dann natürlich mal gegen Bundesligaspieler, gegen Etablierte zu spielen, das ist was anderes als in der Youth League. So, da kannst du es wirklich sehen. Also warum nicht? Das verstehe ich echt auch nicht. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt wäre die Chance gewesen. Andersrum, gegen Bochum haben ja genug Junge gespielt. Also, da hast du aber 4-3 verloren. Was machen denn eigentlich die Herrschaften Can, Brandt, Guerrero im kommenden Sommer? Bei Emre Can bin ich ja immer so ambivalent. Ja, so. Das ist immer so, so hin und her und hin und her. Ich finde den ja super. So ich finde den dann, ja, der haut auch mal dazwischen und schießt auch Tore. Ja, absolut. Ist auch nicht so viele gibt es bei mir auch nicht. Ne? Hat viele, leider auch eine rupfige Muskulatur irgendwie. Ne? Ja, leider. Ja? Also hat er häufiger mal seine Probleme und ist dann ja auch kein kleiner Techniker, sondern einer, der über Physis kommt und über seinen Körper kommt und dann nach so einer Verletzung auch mal wieder einen Moment braucht und dann auch möglicherweise in Spielen wieder doof aussieht. Ne? Also über seine Physis kommt er nicht, eher über seinen Körper, weil der ist ja nicht wirklich schnell. Nee, Geschwindigkeit meinte ich auch nicht. Genau, über also, du meinst die Muskel, körperliche, Masse, Statur, die Präsenz. Körperliche Ausdehnung. Ja. Ja, ne? Also bin ich mal gespannt, wie es mit Emre Can weitergeht. Aber du kannst auch nicht irgendwie mit der Schere dran gehen und den ganzen Kader irgendwie umbasteln. Ich glaube, dass Emre Can mit seiner Mentalität auch zukünftig gut zu so einem Schlotterbeck und zu so einem Süle. Absolut. Ja, passt. Also könnte. Den sehe ich jetzt auch überhaupt nicht als Pflichttransfer oder als Kandidat den auch rauszuwerfen. Haken dran für uns, finde ich super. Bin ich mit dir einer Meinung. Bei Brandt weiß ich es nicht. Der hat ja angeblich seinen Papa und Berater schon losgeschickt, eine Alternative zu finden, weil er merkt, dass... Ich glaube, das ist nicht sein Ding. Ich glaube, der BVB ist nicht sein Ding. Weiß ich nicht. Oder? Ja. Man hat nicht das Gefühl, dass er sich irgendwie wohlfühlt. Er stellt sich ja hin, wie letzte Woche nach dem Dreckspiel. Und also ich fand ihn ja von Anfang an, dass es ein super Transfer ist, aber also er ist auf jeden Fall nicht besser geworden hier in Dortmund. Das steht fest. Ich weiß nicht, was war, was ist. Vielleicht leidet er auch mehr als andere. Das sind alles so Dinge unter Corona. Weißt du, das sind alles so Dinge, die weiß man alles nicht. Auf jeden Fall hat er sicherlich nicht so performt, wie sich das der BVB, die Fans und er selbst wahrscheinlich auch nicht vorgestellt hat, ne? Oder wie er sich's vorgestellt hat. Das gilt im Übrigen auch für einen hochgradig talentierten jungen Mann, Rafael Guerrero. Der so jung ist er aber nicht mehr. Nur 26? Ja, eben. Ja, gut. Im Verhältnis zu dir ist er jung, aber er ist im besten Fußballeralter. Im besten Fußballeralter. Wo man jetzt natürlich überlegen muss, wird er jetzt transferiert oder versucht man mit aller Macht mit ihm zu verlängern? Und in dieser Woche gab es ein schönes Bild, da saß Marco Rose nach dem Training noch lange mit Rafael Guerrero zusammen. Ich weiß nicht, ob Marco Rose Französisch oder Portugiesisch spricht oder wie die sich unterhalten haben, aber auf jeden Fall hat er wohl noch mit ihm eine ganze Menge besprochen, weil er mit ihm auch nicht zufrieden sein kann. Also Anlage ohne Ende, offensiv, Antizipation, Spielintelligenz,
Torgefahr, Standards, alles eigentlich prima. Defensives Umschaltverhalten mangelhaft und häufig verletzt. Und ich glaube, man wünschte sich von ihm, dass er sich außerhalb des Fußballplatzes intensiver um seine körperliche Rehabilitation kümmern würde. Ist das so? Ja. Also das ist ja das, was ich schon immer mal angemerkt habe. Man weiß gar nicht, ob es jetzt am Training, am Trainer liegt oder ob es zu viele Spieler gibt, die eben genau das, diese 100%, von denen ich mal rede, ja, die bei vielen eben nur 90% oder 95% sind. Also es geht nicht darum, dass ihm irgendeiner vorwerfen würde, er wird um die Häuser ziehen. Nein, darum geht es überhaupt gar nicht. Nochmal, wir reden von 100%. Genau, ja, reden von Ronaldo. Ist ein ganz bescheidener, ruhiger, anständiger, hochgradig sympathischer Familienmensch. Ja, aber möglicherweise hat man das Gefühl, dass er professioneller sein Leben in den paar Jahren, die er im Profifußball hat, auch ernährungstechnisch etc. auf den Fußball ausrichten könnte. Ja. Also ich habe da nichts von gehört, keine Ahnung, aber ich kann es mir durchaus, wenn du sagst, kannst mir durchaus vorstellen, das muss nicht nur jetzt auf Guerrero zutreffen. Das sind natürlich Dinge, die kann man tatsächlich besprechen und da muss man auch irgendwie, da muss man doch auch im Gespräch spüren, ist der Einsicht, sagt er nur ja, oder ist er einsichtig? Und da sagst du, pass auf, Junge, versuch da nochmal eine Schippe draufzulegen. Ja, ist zwar ganz gut, aber das fehlt eben. Ja, Regeneration, früh schlafen, gut schlafen. Alles, essen, trinken. Ja. Ja, das ist, um 100% zu bringen, ist das eben essentiell. Mhm. Anders geht es nicht. Also, und nochmal, wenn er so ein Typ sein sollte, was du jetzt hier mutmaßt, was ich nicht weiß, dann ist das natürlich ein wichtiger Punkt. Und wenn er sagt, ja, nö, oder ja, dann muss der Gesprächspartner wissen, ja, pass auf, der hat ja gesagt, also weg damit. Also wir sprechen hier nicht über Ousmane Dembélé, ne? Um das auch nochmal hier zu unterstreichen, ganz im Gegenteil, sondern wenn man eben in diesem Bereich Fußball spielt, dann muss man gucken, dass man wirklich alles gibt in der Situation. So wie gestern Real Madrid. So, Karim Benzema hat lange in diesem wahnsinnigen Schatten, ist blass geworden in diesem Schatten von CR7, jahrelang, Cristiano Ronaldo. Wenn man sich die Statistik anguckt, ist er, glaube ich, in der internen Torschützenliste von Real auf Platz 4. Also Cristiano ist Top of the Pops, Raul, glaube ich, auf Platz 3, den kriegt er demnächst ein. Ist ja auch schon seit 13 Jahren da bei Real Madrid. Und man hat so das Gefühl, jetzt aber. Ja, mit 34 Jahren, jetzt aber. In der Champions League schießt er alles kurz und klein. Gut, jetzt hat er gegen City in den beiden Spielen auch 2 Elfer. Na gut, muss auch mal reinmachen. Entschuldige bitte. In der Situation musst du den erstmal machen. Vor allen Dingen im Hinspiel, den hast du den gesehen? Von Jenka? In der Liga hat er davor irgendwie 3 verballert und tritt dann an und ne? ganz eiskalt. Ja, das ist unfassbar. Also das war übrigens auch einer dieser schönen Momente, dieses Champions League. Gut, Liverpool war auch schon geil, muss ich sagen. Gut, da drücken wir alle den Daumen für Jürgen Klopp und wie das Spiel lief. So, das war schon geil. Aber gestern Abend, ja, leck mich am Arsch, ey. Wobei, wenn ich natürlich sowas sehe, auch die Runde davor schon mit Chelsea, dieses Spiel und so, ne. Wenn du das siehst, dann weißt du natürlich, dass der BVB. Wie hoch die weiter, Früchte hängen, ne? Genauso weit vom Champions League Sieg weg ist, wie Putin vom Friedensnobelpreis. Ehrlich. Das sind Welten, wenn du das siehst. Das ist, da denke ich mal, oder? Das war wie ein anderer Sport. Da, dieses Spiel, das ging hin und her und dann hast du es eigentlich nicht geschafft, dann schießt du 2 Tore in einer Minute, der leckt mich doch, ey, und dann 11 Meter. Ja, und dann bei Real Madrid, das war dieser Pep Guardiola, der war sich irgendwie so sicher. Bis zur 89. Minute. Und übrigens, das hat mich. Bis zur 89. Minute. Ich war auch schon auf dem Weg ins Bett. Das hat mich übrigens auch gefreut, weil das Thema hatte ich auch letzte Woche schon. Deswegen mache ich es kurz. Ich freue mich, wenn diese alten Trainer, die nicht dieses schematische, diese Sprache, die kein Mensch versteht. Außer, du meinst Kata Carlo, ja? Ja, genau. Die alten Trainer, weißt du, die den Spielern Freiheiten lassen, weißt du, die Eigeninitiative fordern und so weiter, ne? Wo dann auch so ein Spiel auch entstehen kann. Das hat mich auch gefreut, muss ich auch dazu sagen. Ne? Gut, ich sehe mich immer wieder in den alten Zeiten schwelgen, leider Gottes. Ey. Was man immer früher gesagt hat als junger Mensch, oh, die Alten, die erzählen immer nur da. Man vertut sich ein bisschen, ne? Bei Carlo Ancelotti. Meinst du, weil er gar nicht so alt ist, oder was? Der ist 62.
62. Der ist 62 Jahre jung. Mhm. Ja. Der ist ja gar nicht so alt. Der ist noch überhaupt gar nicht so alt. Er ist ungefähr so alt wie ich, also so. Deswegen mag ich ihn auch. Ja. Also, und ich habe mich auch gefreut. Also, was ist der dann nach seinem Engagement bei den Bayern und während seines Engagements bei den Bayern schon irgendwie auf das allerletzte Abstellgleis geschoben worden? Also, haben sie sich alle, aber ich habe mir auch gedacht, also, was machen die Bayern denn da? Ist das wirklich so, dass der andere die Hütchen aufstellen lässt, dreht sich um und geht eine rauchen oder was? Ja, aber er scheint in dieser Truppe von Real Madrid, die ja eine ganz spannende Truppe ist, aus wirklich deutlich älteren Spielern und extrem jungen Spielern momentan. Ja gut, so jung sind wir. Also da muss ich dir jetzt widersprechen mit den älteren. Also ich muss diese Zahlen machen, mich verrückt. Heute Morgen hatte ich wieder einen Anfall, als ich dieses Spiel gestern, oder als ich sage, ey, warte mal, wen haben die da alle? Ich dachte, ey, hör mal, Casemiro und Kroos und Modric. Da habe ich mir mal alles aufgeschrieben. Ja, Modric ist auch über 30. Soll ich dir mal hier alle mal durchlesen? Ja. Nur Alter, ohne Namen dazu. 29, 30, 24, 32, 26, 30, 32, 23, 36, 34, 21, 21, 26, 19, 25, 30, 25. Ja, das ist doch genau das, was ich sage. Alle 19, Spieler, entschuldige 21, bitte. 21 und dann eben andere, halt, die 15 Jahre älter sind. Pass auf, ja. 30 plus 7 Spieler eingesetzt gestern. 30 plus 7. Ja, aber zur richtigen Zeit auch 30 plus gut vom Platz genommen. Da komme ich gleich zu. Dann habe ich mal so zwischen 23 und 29, bestes Fußballalter, auch 7. Mhm. Dann 20 bis 22, 2. Und unter 20 einer. Aber die drei waren so schlecht nicht. Nein, natürlich. Der Junge, das muss man dazu sagen, fairerweise, ne? Macht natürlich Rodrigo, macht zwei Dinger in zwei Minuten. Ja. Ich will nur sagen, hab's mal im Auge. Und jetzt habe ich das gleiche für den BVB mal hochgerechnet, nur für Spiel gegen Bochum. 30 plus, da erinnern wir uns, Real 7, übrigens nur Feldspieler. Ja. Dortmund 30 plus 3, inklusive Torwart. Ja. Dann beste Fußballalter 23 bis 29, BVB gegen Bochum 5, Real Madrid 7. Ja. Das heißt, Real Madrid hat bestes Fußballalter und Ü30 waren 80% der Spieler, 80% waren über 23. Beim BVB 20 bis 22 4, U20 4. Davon 3, 17. Da waren nur 50% über 23. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Durchschnittsalter bei Madrid 27, beim BVB 23, 4 Jahre Unterschied. 4 Jahre Erfahrung. Ja. Also, was lachst du denn jetzt? Du vergisst das Thema Qualität. Wie meinst du das jetzt? Bei den jungen Spielern, oder was? Ja, nein, aber doch, das ist ja klar, das ist ein Bestand. Ich weiß nicht, ob das wird natürlich kein statistischer Erhebungsstand halten. Ich will nur sagen, das fiel mir so auf. Ja, und Erfahrung, wie oft haben wir darüber gesprochen, dass der BVB mit jungen Spielern spielen muss. Und es ist auch überhaupt keine Kritik am BVB, weil wir werden keine Spieler der Qualität in Dortmund kaufen können, weil das Geld einfach schlichtweg nicht da ist. So, Ende Gelände. Ich will nur sagen, man kann auch nicht zu viel verlangen. Ja, wenn du so einen großen Anteil junger Nachwuchsspieler hast, die du jedes Jahr entweder von woher holst, wie jetzt Adeyemi oder wie auch immer, oder aus der eigenen Jugend holst, wie jetzt die Burschen, die dabei sind, dann kannst du nicht erwarten, dass du dann ins Champions-League-Finale kommst oder so. Das ist nun mal leider so. In Anführungsstrichen leider, ja, aber ich finde es auch spannend, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, deswegen muss man auch ein bisschen, wenn man die Saison sieht, dann auch objektiv sagen und sagen, Leute, die haben noch halt viel Schwankung, diese jungen Burschen, und da geht's halt nicht immer so. Mhm. Ich wollte jetzt gerade überlegen, ist das schon ein Schlusswort oder muss ich da jetzt irgendwie noch widersprechen? Ne, widersprech doch mal, wenn du willst. Ich überlege gerade, also in den Phasen, in denen der BVB nicht gut performt hat, waren es aber nicht unbedingt die Jungen, ne? Die also, gut waren, oder? Ja, oder die große Enttäuschung waren. Also wir haben schon über einen Daniel Malen gesprochen. Dass wir uns nicht falsch verstehen, du siehst es ja nicht. Ja. Die Jungs sind ja fit, die haben ja was drauf.
aber es geht um Ausstrahlung, Erfahrung. Gerade in diesen, und jetzt sprechen wir von diesen Spielen, weißt du, gegen Bayern, in der Champions League oder Europa League. Ausstrahlung. Da bist du einfach locker. Wenn du sowas schon, was weiß ich, 30 Champions League Spiele gemacht hast, ist das was anderes, als wenn du als 17-Jähriger kommst und machst dein zweites. Ja, sollen wir jetzt anfangen, über Marco Reus so diskutieren? Nein, überhaupt nicht. Wieso? Ja, das wäre dann möglicherweise, aber das können wir nächste Woche machen. Ja. Das können wir nächste Woche machen. Und sprechen wir mal über Marco Reus, der ja zwischendurch dann seine Kritiker straft, ja, indem er dann mal wieder richtig tolle Leistungen abruft, aber unterm Strich eine Saison gespielt hat, die ihn überhaupt nicht zufriedenstellen kann. Auch persönlich nicht zufriedenstellen kann, weil er in auch ganz wichtigen Spielen zu wenig ausgestrahlt hat. Für sich und für die Mannschaft. Aber Mathis, da muss ich jetzt nochmal, du kannst nicht allein, es können nicht ein oder zwei über 30-Jährige alle mitreißen. Das ist ja, was ich sage. Ja, da brauchst du schon auch noch ein paar andere in der Mannschaft, die ein Gerüst bilden. Siehst du ja selbst beim Haaland, der jetzt momentan ja auch so eine Phase hat. Ja. Vergleich den mal mit Benzema. Jetzt ohne Scheiß, da habe ich gedacht, meine Fresse, wir haben jetzt immer diesen Haaland, den haben wir jetzt als Naturereignis, aber wenn ich mir jetzt diesen Benzema angucke, immer im Vergleich, oder? Ja. Den alten Sack, wie der das macht. 34. Und wann, in welchem Moment der zuschlägt. Statistisch gesehen ist nur Herr Lewandowski in dieser Saison europaweit noch ein Ticken besser als Karim Benzema. Und wo der landet? Beim FC Barcelona? Bleibt er beim FC Bayern München? Wer jetzt? Lewandowski? Mhm. Ganz egal. Das kann ruhig weggehen. Ihr merkt es. Diskutiert mit! Wir werden nächste Woche auch nochmal vor der Sommerpause ganz eifrig diskutieren. Aber wir haben es geschafft. Halbzeit ist rum. 45 Minuten. Boah. Ja. Ich hätte noch so viel auf dem Zettel, aber egal, das machen wir nächste Woche. Das machen wir nächste Woche. Es war mir wie immer ein ganz großes Fest und ich liebe diese offene Diskussion und freue mich immer darüber, dass der Fußball so viele Geschichten, du ahnst nichts, du ahnst wirklich nichts und dann kommt eine nach der anderen. Ja, vor allem, weil wir so deprimierte Zeiten in der mal jetzt ehrlich, oder? Ja. Das waren doch Kackjahre jetzt, dieses Corona-Ding und ohne Zuschauer. Und jetzt scheint die Sonne, alles ist grün, ich liebe den Frühling. Ja. Und da weißt du, dann hast du diese Entscheidung in der Meisterschaft, also jetzt Meisterschaft meine ich jetzt nicht, aber Champions League, aber Abstieg, zweite Liga, Aufstieg. Das ist nächste Woche noch ein Thema. Ja, das machen wir noch. Zweite Liga, schaffen es die Bremer noch. Im Moment ist das richtig was los. Müssen die Schalker wirklich aufsteigen? Wer gewinnt das Champions League Finale? Rettet Felix Magath die Hertha im letzten Spiel beim BVB? Wir freuen uns auf euch. Und du musst noch tippen, ganz schnell. Der BVB gewinnt in Fürth mit einer überzeugenden Leistung. Mhm. Der junge Nachwuchsspieler 4:1. Wahnsinn. Tipp doch bitte mit bei www.docom21.de bei uns. Ich weiß nicht, ob es ernst meint. www.docom21.de bei unserem Tippspielpartner und gewinnt auch am vorletzten Spieltag noch einen Wochenpreis. Und empfehlt uns oder kritisiert uns, schreibt uns, kommentiert uns in unserem YouTube-Portal. Da könnt ihr euch anmelden und wenn ihr euch angemeldet habt, dann könnt ihr uns einen Daumen hoch, Daumen runter da lassen und uns durch die Sahne ziehen. Letzte Woche übrigens auch noch ein paar, hatte ich jetzt hier, aber die Zeit ist abgelaufen. Ja, letzte Woche hatten wir gerade zu Schiris einige, vielleicht können wir nächste Woche mal drüber sprechen, echt gute Sachen. Also war echt witzig. Aber das machen wir vielleicht nächste Woche. Das kriegen wir hin. In diesem Sinne, bleibt gesund und macht's einfach besser. Ja, ärgert euch nicht zu sehr, wenn er mit dem Tipp da von dem 4:1 vom Langner in Gräuter führt. Letzte Woche habe ich auch 4:1 getippt. Voll in der Hose. Irgendwann muss es ja gelingen. In dem Sinne. Macht's gut. Macht's besser. Ciao. Die Vorstopper. Der Bundesliga-Podcast mit Schulz und Scherf. Präsentiert von DOCOM21. Internet, Telefonie, TV. Was liegt näher?